Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht hier schon ein paar Utensilien und zwar habe ich eben mit Nicole geschrieben. Nicole, die Schnäppchenjägerin, ne, die viele Actionholz auch hier auf YouTube zeigt und zwar ging es um diese Karte und ich habe gesagt, ich habe gleich wieder Lust zu basteln, ich möchte ja in dieser Kartenrichtung bleiben und sie sagte, es wäre doch mal eine Idee, jetzt mit denselben Materialien mal eine ganz andere Karte zu gestalten, also dass das die Herausforderung ist. Ich glaube, ich habe das zur Weihnachtszeit schon mal gemacht, ich bin mir aber nicht ganz sicher und deswegen dachte ich mir, okay. Das heißt, ich nehme wieder so ein Papier, das Papier, die Holzbuchstaben und eventuell wieder so Ausstanzungen mit Schmetterling oder was ähnlichem. Ich weiß es noch nicht. Von daher, ich habe noch keine Idee, wo das Ganze endet und von daher würde ich sagen, ich fange mal an. Ja, ich könnte mir jetzt hier wieder ein Kartenrolling rausmachen, wie bei dieser Anleitung auch schon. Ich kann es mir aber auch einfach machen und nehme hier auch vom Action zum Beispiel eine fertige Karte. Von daher hat man ja eigentlich dieselben Materialien, ne? Ob ich es nun selber falte oder das mir nehme. So, hier habe ich die Papiere drin. Und zwar habe ich einmal die Rester. Und hier habe ich den Farbton. Da habe ich bestimmt nochmal den gleichen drinne. Wenn nicht, nehme ich halt ein anderes, aber ich habe zumindest die gleichen Papiere. Und hier habe ich bestimmt auch nochmal das Papier drinne, falls das nicht reichen sollte. So, und dann schauen wir mal. Ich mache mir mal ein paar Gedanken. So, dafür habe ich mir wieder meinen Stanzschmetterling geholt, einfach um erstmal abzumessen. Ja, wer so eine Stanzmaschine nicht hat, wie gesagt, nehmt euch Alternativen, nehmt euch Sticker, die ihr vielleicht auf eine Pappe klebt, euch umrandet, damit das Ganze stabiler wird, werdet. Seid einfach, da fängt sie schon wieder an. Seid einfach ein bisschen kreativ und macht mit den Materialien, was ihr zu Hause habt, diese Idee einfach nach. Ich gebe euch hier nur Inspirationen. So, dieser Schmetterling wäre so groß. Okay, das heißt, ich trenne das jetzt hier ab. Ja, da hätte ich eine Größe, also dass ich hier, kann das ein bisschen drüber stehen? Nee, das sieht nicht gut aus. Also ich trenne, 5,5 muss hinten bleiben. 5,5 muss bleiben. So, hier hat man jetzt das kleine Problem, was viele sagen von dem Action-Schneider, dass man dann hier vorne keinen geraden Schnitt hat. Der ist jetzt so leicht fransig. Ich könnte mir jetzt so einen Buffer nehmen, was man auch für die Nägel nimmt und mache mir das ein bisschen ab, aber mich stört das jetzt nicht weiter, einfach weil ich was draufklebe. Also wenn man hier einen teuren Schneider hat, passiert das eigentlich kaum, dass man hier vorne so ein bisschen so ungerade hat. Nur mal so nebenbei erwähnt. So, war das jetzt hier richtig? Ja. Ja, das ist super. Super. Ich benötige jetzt einen Schmetterling. Zwei. Drei. Vier Schmetterlinge. Ich mache mir vier Schmetterlinge. Aus welchem Papier, weiß ich noch nicht. So. Das ist mein Restpapier, was ich hier in der Mitte gemacht habe. Damit werde ich jetzt das bekleben. Oder hätte ich das erhöht machen sollen? Nee, das ist schon okay so. Jetzt könnte ich theoretisch auch das Papier nehmen und schneide mir hier die Schmetterlinge, würde aber jetzt nicht groß auffallen. Von daher wähle ich heute mal, gucken, hier ist eh nur so ein kleiner Schnipsel übrig. Die Schmetterlinge könnten von der Farbe her passen. Da hätte ich den Rest von hier.
Das mache ich auch. So, jetzt gehe ich an meine Stanzmaschine. Ich kann dir euch auch mal zeigen, wer nicht weiß, was eine Stanzmaschine ist. Ich hole sie mal schnell. In meiner Vorstellung von meinem Bastelzimmer habe ich euch ja meine Stanzmaschinen gezeigt. Ich nehme derzeit immer nur die Double Do, komischerweise. Einfach, weil die so handlich ist. Ne? Also nicht, weil sie jetzt besser stanzt, einfach, weil sie so klein ist. Ich habe ja diese große Sissix. Und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, alle Bastelanleitungen werde ich euch unten verlinken, dann kommt ihr noch zur Webseite und da seht ihr auch alle Materialien, die ich verwendet habe. So, hier muss ich die graue Platte unten hinlegen. Dann lege ich mein Blatt Papier hin. Dann lege ich meinen Schmetterling drauf. Mache die blaue Platte drauf. Und kurbel das einmal durch. Jetzt bin ich, glaube ich, verrutscht. Da muss ich mal gucken. Ne, es liegt noch alles. So, mache das hier rein. Und dann kurbel ich das einmal durch. So, mach nochmal zurück. Dann habe ich den Schmetterling. Jetzt habe ich hier immer so ein spitzes Teil noch hier liegen. Das ist jetzt so irgendwas von Nail Art. Weil, wenn man hier stanzt oder filigran stanzt, hat man hier so kleine Teilchen. Und die bekommt man am besten hier raus. Da geht man einmal so komplett durch. Es gibt da auch so eine Matte und so einen Roller, da geht das alles dann perfekt rauszurollen. Aber die habe ich derzeit nicht und finde, ich brauche sie auch nicht unbedingt, weil es auch so recht gut funktioniert. So, jetzt werde ich diese Schmetterlinge hier drauf bringen. Und zwar so, dass es gut aussieht. So, ich habe mir jetzt hier solche kleinen Kristallsteinchen rausgesucht. Ich glaube, die hatte ich mal zu Weihnachten bekommen. Und ich hatte jetzt überlegt, diese Farbe zu nehmen oder diese Farbe. Und ich glaube, es passt diese sehr schön dazu. Und ich wollte jetzt erst so links und rechts vielleicht eins auf den Flügel kleben. Ich bin mir aber nicht so richtig sicher. Oder ob ich nur eins hier in die Mitte mache. Das macht ein bisschen was her noch. Na, man könnte jetzt, wenn man das aufklappt, dann hier was hinstempeln, hier hinstempeln oder so. Man kann, wenn man aufklappt, hier so drüber schreiben. Es geht ja hier um das Gebastelte. So, das wäre sie, unsere Karte. Ich bin auch hier sehr zufrieden. Hätte ich jetzt Ausstanzungen, so große Buchstaben, hätte ich mir das mit meiner Stanzmaschine ausgestanzt. Ich habe aber nur etwas kleinere. Das heißt für mich, ich muss demnächst mal nach einer Stanzschablone gucken, wo ich die Buchstaben in dieser Größe ausstanzen kann. Dann würde das noch ein bisschen... Das Holz wirkt so ein bisschen schwer. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt hier die Buchstaben ausstanzen würde, so wie hier den Schmetterling, würde das Ganze noch mal ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt haben wir die Materialien, von daher sieht das Ganze so aus. Ich denke mal, Nicole, ne? Option erfüllt, oder? Und selben Materialien verwendet. Das ist hier, das habe ich jetzt gar nicht genommen. Hätte ich auch noch hier drunter machen können. Hätte ich hier drinnen beim Aufklappen machen können. Ich hätte mir die Schmetterlinge hier nochmal ausstanzen können und diesen zum Beispiel hier drinnen reingeklebt, dass, wenn man die Karte aufmacht, wie so Art der Schmetterling fliegt jetzt. Also ihr seht,
tausende Ideen im Kopf, alle könnte ich hier irgendwie zeigen und vielleicht kommen die ja, vielleicht zeige ich sie auch irgendwann, weil ich einfach mit Papier basteln möchte und es gibt wirklich Kartenideen ohne Ende und ich habe da einfach so Spaß dran. So, meine Guten, das war's. Gerne freue ich mich, wenn ihr mir vielleicht ein Däumchen da lasst. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt oder auf eurem Facebook-Account teilt oder bei Pinterest oder wo auch immer ihr tätig seid. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann war's das von mir. Ich wünsche euch einen super tollen Tag und dann bis bald. Eure Katrin. Tschüss.